Zeit sieht der Tag recht sonnig aus, denn sehr viel Freude steht ins Haus. Was gar nicht ausschließt, dass zuletzt ein Tränchen noch die Wangen netzt, weil Ungemach und Herzeleid gewissermaßen jederzeit sich auf die böse Kunst verstehen, das gute Ende wegzudrehen. So denn auch heute. Doch zur Zeit ist alles voller Heiterkeit und voller Ruhe und Bedacht, was uns im Ganzen glücklich macht. Na du großer Federbrummer, wach mal auf und spiel mit mir. Na komm, Rufa, los, beweg dich. Fang mich nach, na komm, nicht zu viel. Zeig mal, wie du hüpfst. Oh, ich hab gesagt, muss lang gehen. Oh, da lang. Die spielen ja ziemlich verrückt. Die schlafen ja noch. Das hört sich an, als wären sie schwer geschafft. Ja. Das ist ja wirklich nicht mit anzuhören. Ja, sie schnarchen wie ein Sägewerk. War wohl ein toller Tag gestern. Was hältst du davon, wenn wir sie aufwecken? Psst, seid ganz leise, die brauchen ihren Schlaf. Ich glaube, wir gehen am besten wieder. Wir wollen nicht stören. Was ist denn los? Kann man sich nicht mal eine Minute ausruhen? Es ist nun mal so auf der Welt, es kann der Bravste nicht in Frieden schlafen, wenn es den bösen Nachbarn nicht gefällt. Was ist denn das für ein Spinner? Wo sieht denn der seinen Gegner? Und Box und links und rechts. Nein, ist das komisch. Junge, komm zu dir. Rechter Haken und linker Haken und Catch und Box und alles. Steck die Fäuste weg, dir will keiner was tun. Aufgeregter Holzbock. Oh. Na, ich glaube, jetzt beruhigt er sich wieder. Sieht aus wie eine Lokomotive beim Dampfabblasen. Oh, du hast die schönste Beule, die ich je gesehen habe. Wo hast du die denn her? Beule, sagst du? Wo? Oh. Seht euch das an, er hat ein drittes Horn. Wo hat er das her? Tatsächlich, naja, wisst ihr, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Hörnern, hat meine Tante immer gesagt. Mach doch keine Witze über den Ärmsten. Ich verbinde ihn erstmal. Nein, bleib weg, das tut weh. Hm. Aua. Hab dich nicht so, du bist doch ein Profi. Au, au, nein, nein, ich sterbe, Hilfe. Du bist ein richtiger kleiner Held. Wer von euch hat hier eigentlich angefangen, diese furchtbare Unordnung zu stiften? Ihr habt mir das halbe Haus ruiniert, das ist ja unfassbar. Das war ich nicht. Das war dieses kleine, ewig kläffende Schnüffeltier. Er ist schuld daran. Das ist zurück oder ich mach dich fertig. Ruff, ruff, ruff. Ich knall dir eins von deiner Satzhaut, du aufgeblasener Holzbock. Schluss jetzt. Ja, das reicht jetzt. Der regt sich ja auf wie eine ganze Tüte Mücken. Du fängst dir auch gleich noch ein paar ein, wenn du diesem bandagierten Obertrottel auch noch beistehst. Ruff. Jetzt beruhigt euch erstmal wieder. Und du bist sofort wieder lieb, lächelst freundlich und gibst Ruhe. Verstanden? Na also, jetzt bist du wieder unser lieber Schnüffel, der uns allen nur Freude macht. Wir werden uns doch hier nicht zanken, oder? Ach was, dieser Wichtigtuer will doch nur seine Streichleinheiten. Diese Show kennen wir schon. Von uns legt sich ja auch keiner hin, wackelt mit dem Schwanz und lässt sich streicheln. Was soll das Theater? So, und jetzt denken wir mal an was Wichtiges, an die Unterkunft für unser Pferdchen. Ja, das ist eine blendende Idee. Ich habe da gewisse Vorstellungen. Ich denke da an eine Badestube mit Himmelbett und Spiegelwand und Feintüllgardinen. Genau, was ganz Einfaches, Schlichtes, Bescheidenes. Dazu vielleicht noch ein rosa Marmorbett mit goldenen Hähnen. Gute Idee, ein Bad am Abend, erquickend und labend. Sehr richtig. Was? Also wollen wir jetzt ernsthaft darüber reden oder wollen wir blödeln? So viel steht doch mal fest. Solange ich in einer schlichten Hütte schlafe, wird es für dieses grüne Monster hier wohl kaum ein Luxus-Apartment geben. Ist das klar? Dürfen wir reinkommen? Wir möchten euch unsere Hilfe anbieten. Wir haben gehört, es soll was gebaut werden. Fleißige, gute Facharbeiter sind uns immer willkommen. Bist du verrückt? Der arbeitet wie ein Hefeklo, sitzt nur im Warmen und wird immer dicker. Ich beiß, ich schmeiß ihn raus.
Jetzt gib endlich Ruhe, Schnüffel. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, haben wir nichts dagegen. Ihr seid herzlich willkommen. Aber ja, und ganz umsonst. Nur ein bisschen Verpflegung, wenn es geht. Na, daran wird es schon nicht fehlen. Dich kriegen wir auch noch satt, Appetitus. Er sieht aber gar nicht so aus, als ob er nur Gras frisst. Wie kann man denn nur so dick sein? Ganz einfach. Man muss nur in den Pausen zwischen den Mahlzeiten pausenlos was zu sich nehmen. Womit fangen wir an? Mit dem ersten oder dem zweiten Frühstück? Du vollgefressene Billardkugel, ich will dir mal was erzählen. Wir sind hier kein Obdachlosenasyl mit freier Verpflegung. Erst die Arbeit, merkt ihr das? Schließ bloß deine Vorräte weg, sonst kommst du nicht über den Winter. Tollpatsch, du. Du kennst mich doch, ich esse doch nur ganz kleine Portionen, wenn ich überhaupt was zu mir nehme. Ja, du bist der reinste Hungerkünstler. Wenn du so weitermachst, fällst du es doch vom Fleisch, du Knochengerüst. Auf die Reden, ran an die Arbeit. Die ganze große Käferschar, so arbeitshungrig wie sie war, zog aus und schleppte 1, 2, 3 das viele Material herbei. Dann hob man tiefe Löcher aus, denn Fundamente braucht ein Haus. Mit Ausdauer und viel Geschick, mit großem Fleiß und etwas Glück, stand schon recht bald so etwas da, was einem Rohbau ähnlich sah. Wenn Tollpatsch dabei kommandiert, wie immer allerlei passiert. Ein jeder hat, so muss man sagen, zu diesem Werk was beigetragen. Es gab auch keine Drückerei, denn alle waren mit Fleiß dabei. Nur wenn Freund Tollpatsch Order gab, dann ging es wieder mal bergab. Trotzdem wird hier in kurzer Zeit aus Plänen schöne Wirklichkeit. Schon ziert, der Künstler zeigt es stolz, das spätere Tor ein Kopf aus Holz. Und so kommt langsam nach und nach das Bauwerk unter Dach und Fach. Und jetzt wird nur noch nachgedacht, wie man das Dach schön dichter macht. 1, 2, 3. Hier kann ich aus dem reichen Schatz meine Erfahrungen schöpfen. Da gibt es den berühmten Film über den Dächern von Paris. Die Dächer waren alle dicht. Jetzt ist auch Tollpatsch wieder für einen Augenblick dicht. Also, Freunde, das mit dem Dach ist wirklich ein Problem. Es darf nicht durchregnen. Sonst wird unser Pferdchen nass und unser Futter auch. Wie machen wir das? Hat einer von euch eine Idee? Vielleicht könnte man immer, wenn es regnet, den Gaul auf die Wiese schicken. Fabelhaft. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich ein Schwimmbad in der Wohnung. Beim Film hatten wir Windmaschinen. Die pusten das Wasser weg. Ich hab's. Wir kleben einfach Blätter aufs Dach. Das ist die Lösung. Kleben und kleben lassen. Ich hole Leim. Ich weiß, wo es welchen gibt. Ach, du liebe Zeit. Was wird er denn jetzt schon wieder anstellen? Er holt Leim, aber woher denn bloß? Sicher bei seiner Verwandtschaft. Die haben doch alle total verkleisterte Gehirne. Da wird schon was übrig sein. Tollpatsch ist dümmer, als man denkt. Ich meine, man glaubt gar nicht, dass er so dumm sein kann, wie er aussieht. Aber die Idee mit den Blättern ist gut. Und wenn Tollpatsch wirklich Leim besorgen kann, wäre das gar nicht schlecht. Aber mir ist schon ganz schlecht vor Hunger. Gibt's nicht bald was zu essen, irgendwas? Alles zu seiner Zeit. Erst wird das Dach gedeckt und dann der Tisch. Aber wenn ich an Tollpatsch denke, dann wird mir ganz flau im Magen. Was um alles in der Welt hat er sich bloß wieder ausgedacht? Hallihallo, hier ist der Leim. Ich bringe ihn diesmal ohne Leim. Erinnert mich irgendwie an Limelight. Das war ein Film mit Charlie Chaplin, ja. Oh. Das ist ja wirklich Leim. Was hast du denn gedacht, du Kleisterkopf? Etwa Vanillepudding? Oder Haferschleim? Also Schleim jetzt. Na, Schluss jetzt. Wir wollten doch die Blätter festkleben. Da sagt man immer, man soll das Denken den Pferden überlassen, weil sie größere Köpfe haben. Aber da geht nur mehr Dummheit rein. Das ist alles. Also bitte jetzt reicht's. Geh du doch nicht auch noch auf mich los. Man wird doch wohl noch mal nachsehen dürfen. Also jetzt Frieden, Kinder. Bevor wir das Dach abdecken, machen wir erstmal eine kleine Frühstückspause. Aber du hast gerade gesagt, erst wenn das Dach fertig ist. Und gesagt ist gesagt, hast du immer gesagt, hast du immer. Seht mal, wer da kommt. Wie süß. Die müsste zu viel. Oh, Gwendolin, herzlich willkommen. Na, sowas. Seht euch das an, sie schminkt sich.
Gwendolyn, du weißt das ja alles noch gar nicht. Ich habe nämlich doch ein Pferd. Was denn, ein richtiges Pferd? Hier bei dir? Ja, komm mit, ich zeig's dir. Du wirst begeistert sein. Na, was sagst du nun? Ist das nicht ein richtiges Prachtexemplar? Es kommt aus einem sehr guten Stall und ist von allerfeinster Rasse. Ein klasse Pferd ist das? Was für eine klasse Frau, das hätte ich in dieser Gegend gar nicht erwartet. Gnädigste. Oh, bei dieser Gwendolyn wird einem ja wirklich warm ums Herz. Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen auf. Ich geb dir keine Mühe. Ich bringe sie zum Film. Ich bringe sie ganz groß raus aus dem Geschäft. Ich bin Regisseur. Gestatten, Gnädigste. Das war kein Negerkuss, sondern ein Filmkuss, meine Teuerste. Ich bin Fachmann und habe ein Gespür für Talente. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Oh. Das ist doch die Mückenkapelle. Wo kommen die denn her? Die wollten doch heute ein Konzert in Faltershausen geben. Oh. Da scheint irgendwas passiert zu sein. Die spielen ganz traurig. Meine besondere Verehrung, liebes Fräulein Gwendolyn. Guten Tag, Maestro. Was hat euch denn die Petersilie verhagelt? Warum seid ihr denn nicht in Faltershausen? Da kommen wir soeben her. Leider, leider, muss man wohl sagen. Wir sollten bei Kohl Weißling zur Hochzeit aufspielen. Aber daraus wurde leider nichts. Es gab einen Todesfall. Dann ist es anscheinend doch wahr, was man so über die Kohlweißlinge munkelt. Man sagt, sie sterben wie die Fliegen. Ja, es ist entsetzlich. Ich glaube, es liegt an dem neuen Pflanzenschutzmittel, das der Lebensfreude überaus abträglich ist. Es wird ganz schön traurig werden auf der Welt, wenn es keine Schmetterlinge mehr gibt. Das Käferleben macht keinen Spaß, ist alles voller Gift und Gas. Wir Ameisen können davon ein sehr trauriges Lied singen. Verflix nochmal, warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Ich habe auch so viele Angehörige zu beklagen, dass man es nicht beschreiben kann. Dabei gehen die Menschen mit Marienkäfern doch pfleglich um. Was sollen wir Holzwürmer dazu sagen? Ganze Generationen von uns hat man schon vernichtet. Wir ziehen uns in einen Dachstuhl zurück und schon kommen sie mit ihren Chemikalien an. Warum sind die Menschen so grausam? Wieso verfolgen sie uns? Wir haben ihnen doch nichts getan. Sie denken, wir wollen ihnen etwas tun und deswegen tun sie lieber vorher was gegen uns. Schluss jetzt, wir sollten uns etwas ablenken. Ich habe eine großartige Idee, Freunde. Wenn die Musiker jetzt schon mal hier sind und wo wir gerade diesen herrlichen Stall fertig gebaut haben, könnten wir gemeinsam ein tolles Fest feiern. Fabelhaft, so ein unbändiges, wendiges, springlebendiges Fest mit Tanz und Tralala, mit Hip und Hop und Hopsasa, mit Didel und Dai, wie einst im Mai. Also los, worauf warten wir noch? Tanzen wir oder habt ihr etwa keine Lust? Aber da müssen wir doch erstmal unseren Kapellmeister und seine Musikanten fragen. Ja, also gut, fragen wir. Ich meine, soll ich fragen oder willst du lieber fragen? Schließlich bist du hier der Hausherr und da fragt es sich, ob du nicht lieber fragen solltest. Also wie ist das? Würdet ihr für uns ein bisschen Musik machen zum Richtfest? Würdet ihr ein bisschen Musik für uns machen zum Richtfest, hä? Das machen wir liebend gern. Ach, ich liebe Musik. Ich könnte den ganzen Tag zuhören. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Schade, dass wir beide kein Instrument spielen, sonst könnten wir zusammen musizieren. Ich weiß nicht, ob du der richtige Partner für mich bist. Für mich kommt in jeder Besetzung sowieso nur die erste Geige in Frage. Tänzchen in Ehren kannst du mir nicht verwehren. Ach, ich möchte Ihnen keine Mühe machen. Ganz im Gegenteil, es macht mir Spaß. Kennst du den Film Der letzte Tango? Tanzen hält den Schwung. Und wir bleiben jung. Wer Musik im Blut hat, der braucht keinen Schnaps. Wir sind froh gelaunt, dieser Rhythmus, der hat's. Lasst euch fallen, dann geht's von allein. Ihr habt keine Ehrgeiz, der Beste zu sein. Flippt mal richtig aus, geht mal aus euch raus. Jeder wie er will, wer mit wem ist egal. Tanzen hält den Schwung. Und wir bleiben jung. So ein Tänzchen weckt alle Geister im Nu. Und wer müde wird, na, der schaut einfach zu. Jeder macht hier, was ihm grad gefällt. Wir sind ausgelassen, vergessen die Welt. Flippt mal richtig aus, geht mal aus euch raus. Geht mit Vollgas ran. Fuck!
vielen Dank für diese wunderbare Musik. Sie hat uns allen so richtig gut getan. Vielleicht kann ich dir auch mal einen Gefallen tun. Sag mir Bescheid. Soll gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, Freunde, ich fühle mich gleich viel beschwingter. Einmal hin und einmal her. Ringsherum, das ist nicht schwer. Das müssen wir öfter machen. Du bist wirklich ein besonders attraktives Pferdchen. Die Rasse guckt dir so richtig aus den Augen. Ich glaube, dass du auch sehr temperamentvoll bist, mein Lieber, nicht wahr? So, jetzt haben wir alle unser Vergnügen gehabt. Nun wollen wir auch mal wieder an die Arbeit denken. Das Dach muss fertig werden. Also jeder geht auf seinen Platz. Und vielleicht könntest du uns ein bisschen beim Saubermachen helfen, Gwendolyn. Vielleicht könnte ich das, aber will ich das denn? Eigentlich ist die Arbeit für deine zarten Hände ja viel zu schwer. Aber vielleicht tun wir es gemeinsam, ja? Sicher doch. Ich muss auch noch ein bisschen über das Pferd nachdenken. Ich glaube, das Pferd im Wagen der richtige gesellschaftliche Rahmen für mich wäre. Ein bisschen Kleister und zick in den Sack. Fertig ist der Lack. Was schneller, Pferdchen, die Schindeln sind gleich alle. Der Kiesel hat zwar wenig Haar, trotzdem klappt es wunderbar. Müsste soweit dicht sein. Klappt prima. Oh, ich glaube, wir brauchen Nachschub. Tempo, ein bisschen flotter, verehrter, lieber dicker Herr Kollege. Hilfe, ich klebe fest, ich komme nicht mehr runter, ich klebe. Von dreien wird's auch nicht besser. Sag Tolpatsch lieber, er soll uns runterziehen. Sag Tolpatsch, er soll dich runterziehen. Was glaubst du denn, was ich hier tue? Könnt ihr euch nicht einmal selber helfen? Na, das ist ja eine schöne Geschichte. Wartet ihr beiden, ich helfe euch. Ich ziehe schon. Keine Angst, ihr seid gleich befreit. Bitte, kein Grund zur Aufregung. Wer lange klebt, auch lange lebt. Ach du liebe Zeit, was ist denn mit Tolpatsch? Und wo ist Appetitus? Ein blödes Spiel. Das spiele ich bestimmt nicht nochmal wieder. Also, Freunde, jetzt haben wir alle Schwierigkeiten überwunden. Das Dach ist fertig. Jetzt können wir eine Kutschfahrt machen, nicht wahr? Ja, aber mit ohne Kutsche ist eine Kutschfahrt nur das halbe Vergnügen. Na, dann könnten wir ja auch alle abwechselnd auf unserem Pferdchen reiten. Wie wäre denn das? Soll ich mal aufspringen? Ja, du bist mir der richtige kleine Springensfeld. Bleib mir bloß vom Leibe, du blöder Hund. Ich finde, ein Wagen muss unbedingt sein. Das ist genau das Richtige für uns und gibt so ein erhebendes Gefühl. Im Film habe ich viele Wagen gesehen. Denk doch mal an das aufregende Wagenrennen in Ben-Hur. Da hat man sich vor Spannung gar nicht mehr eingekriegt. Die Wagen waren schneller als die Pferde. Du mit deinem Wagen, ich will auch mal was sagen. Ich spiele doch nicht das Trabergespann für eure Marotten. Wenn du unbedingt eine Kutschfahrt machen willst, dann spann dich doch selber davor. Nun flipp doch nicht gleich wieder aus. Tolpatsch hat's doch nicht so böse gemeint. Und was so ein richtiges Pferd ist, dem macht deine Kutschfahrt Spaß, Freude und Vergnügen. Aber was soll die ganze Aufregung? Wir haben gar keine Kutsche. Vielleicht doch. Es wird doch wohl nicht allzu schwer für uns sein, eine Kutsche aufzutreiben. Wir haben doch schon ganz andere Probleme gelöst. Nein, nein, bange machen gilt nicht. Die Kutschfahrt wird gemacht. Das wäre ja gelacht. Die Kutschfahrt wird gemacht. Ich glaube, ich weiß, wo eine Kutsche steht. Ich nehme mal die Spur auf und ihr kommt mir alle hinterher. Ich bin sicher, dass wir sie finden. Ich bleibe vorsichtshalber mal hier, damit sich dieses Pferd nicht noch heimlich verdrückt. Kümmere du dich mal um den Wagen. Ja, ho, du alter Schimmel! Da. Endlich haben wir den passenden Wagen für dich gefunden. Oh nein, in so eine scheußliche Chaise lasse ich mich nicht einspannen. Ja, lauf nur zu. Und bleib stehen. Also, mein Pferdchen, schön langsam und gemütlich. Schneller gehen, oder? Ja!
wirklich ein Riesenvergnügen, Gwendoline. Es würde dir auch Spaß machen. Willst du nicht mitfahren? Oh, so schnell kann ich mich nicht entscheiden. Die Sache sieht mir einfach zu gefährlich aus. Na gut, ich fahre noch eine Runde. Überleg's dir inzwischen. Die Sache ist wirklich völlig ungefährlich und macht viel Spaß. Glaub mir, Gwendoline. Ich guck dir lieber ein bisschen zu. Vielleicht, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Eine Kutschfahrt, die ist lustig. Eine Kutschfahrt, die ist fein. Jetzt sei doch nicht so pimpelig und steig schon zu uns ein. Nein, nein, nein. Deinem blöden Reim gehe ich nicht auf den Leim. Na gut, dann dreh ich noch eine Runde. Ja! Tempo, Tempo, keine Müdigkeit vortäuschen. Auf geht's! Schneller! Lass dich nicht lange bitten, steck ein in meinen Schlitten. Du wirst es nicht bereuen, es wird uns sehr erfreuen. Jetzt sage ich nicht mehr nein und steige zu dir ein. Komm her, Goldkäfer. Los, verschwinde, Schnüffel, ich kann dich jetzt nicht brauchen, du störst. Uff, na, das ist der Reizen. Wachhunde sind wohl aus der Mode, hä? Letzte Warnung, Schnüffel. Also, das ist ja nicht zu fassen, wie die sich wieder geziert hat. Ja, und Färbe fährt voll drauf ab. Gwendoline, ich will dir eine Freude machen. Ich schenke dir dieses Gespann. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Doch, das kannst du. Schenke von Herzen und was es auch sei, ein Pferdchen und Wagen ist immer dabei. Wirklich? Du bist ein Schatz. Hier. Jetzt fährst du mal eine Runde alleine, damit du dich an die Kutsche gewöhnst und dann fahre ich wieder mit. Hier! Holla! Nicht so wild! Hey! Das raffinierte Weibstück ist mit der Kutsche einfach abgehauen. Die hat so den Ferdi so richtig ausgenommen. Das ist ja wirklich ein schlimmer Finger. Ein tolles Weib. Eins muss man ihr lassen. Nerven hat sie. Halt! Komm zurück! Jetzt wein doch nicht, Ferdi, du hast ja mich. Zusammen werden wir es schon schaffen. Ach, was soll ich denn mit dir? Ja, so ist in nichts zerronnen, was so hoffnungsvoll begonnen. Statt beseligt sind wir bange und die Träne netzt die Wange. Nun, das Ende ist noch offen. Bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass die Dinge besser gehen, wenn wir uns bald wiedersehen.